Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute ist der zweite Advent und ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir machen weiter mit der Weihnachtstauschaktion und zwar euren Einsendungen. Was habt ihr alles verschickt, beziehungsweise habt ihr alles zu mir geschickt, damit ich es weiter verschicken kann? Ich als euer Wichtel zeige euch also, was ihr gebastelt habt. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den verlinke ich auf jeden Fall hier auch gleich, dass ihr euch den ersten Teil auch ansehen könnt. Und dann wollen wir mal anfangen. So. Ich habe hier natürlich wieder ein bisschen was. Einen Kaffee habe ich mir auch schon vorbereitet. Wir machen auch direkt quasi im Anschluss weiter. Oh, jetzt muss ich einmal gucken. Also. Okay, hier ist einmal so ein Päckchen S drin. Alles klar. Das ist also für den Versand. Dann das hier ist für mich eine Kleinigkeit. Dankeschön. Und jetzt muss ich gerade einmal gucken. Ah, okay. Das ist ja putzig. Okay, das ist klein, aber fein. Und es ist aber so dick, dass das in so einem Päckchen drin ist. Aber das, der Versand ist ja separat nochmal dabei. So, einmal wunderschöne Servietten. Ich werde, glaube ich, eine darf ich mir doch davon klauen, ja? Also ich werde mir von der Verpackung ein bisschen was mitnehmen. Dann hier ein kleines Mini, ich weiß nicht was, Journal oder so. Und das ist nochmal unten dran. Die klaue ich mir. Ja, ich weiß, ich bin böse. So, na, mal gucken, was das denn hier ist. Jetzt muss ich gerade einmal schauen, vielleicht hat ja jemand... Wo habe ich das denn jetzt hingeworfen? Wo ist es denn? Da. Vielleicht steht ja hier ein kleiner Hinweis drin. Ne? Jetzt einmal gerade gucken. Das sind einfach nur ein paar Grüße. Das ist aber eine schöne Karte. Ein schöner Umschlag. Der Umschlag ist nämlich einfach zum Aufmachen. Dann steht schon im Umschlag ein kleiner Gruß drin. Super süß. Jo, alles klar. Zack. Hier ist jetzt kein separat, der Name separat nicht dabei. Deswegen bleibt das jetzt auch anonym. Ich achte also nicht darauf, wie es in der Vergangenheit war, weil das kriege ich alles nicht mehr auf dem Schirm. Einige von euch haben ja schon mal mitgemacht und wollten vielleicht genannt werden und haben jetzt bloß den Zettel vergessen. Das, okay, hier ist gleich schon wieder etwas mit Adresse. Das mag ich ja gar nicht, Leute. Ihr wisst doch, dass ich das zeige. Okay, ist nicht schlimm. So. Die Tauschpartnerin oder der Tauschpartner wird es dann erfahren. So, das ist jetzt ein... Ach, guckt euch das mal an. Ich werde verrückt. Das kann man komplett aufmachen. Oh, ach du meine Güte. Ah, hier ist es zusammengefasst. Alles klar, das ist also hier die schöne Mitte. Und guckt euch das mal an, wie niedlich das ist. Hier ist einmal so eine Klappe zum Aufklappen. Hier ein bisschen Herbs. Mega cool. Hier ist ein kleiner Pulli in dieser Pocket. Was haben wir hier? Oh... Oh Gott, ist das süß. Hier, das kann man auch noch abklauen. Ja, auch wie schön. Ist die Christnacht hell und klar folgt, ein höchst gesegnetes Jahr. Eine alte Bauernregel, auch schön. Hier ein Mini-Wasserfall. Oh, wie niedlich ist das denn? Alles so winzig klein gemacht. Ne? Ich bin ja auch nicht für Winzigkeiten. Das kann ich ja auch nicht ganz so gut. Hier ist eine Karte und ein kleines Lebkuchenmännchen. Wie süß. So, hier geht es weiter mit einer Pocket und einer Füllung der Pocket. Was haben wir hier? Nochmal Wasserfall. Ach, wie schön. Und dann ist hier nochmal ein Bellyband, wo was hinter ist. Hier ist ein bisschen Spitze eingearbeitet und hier ist auch wieder was zum Aufklappen. Jawohl, ein Dankeschön Aufklappkläppchen. Abgefahren. Ach Gott, ist das niedlich. Das ist ja wirklich zuckersüß. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das unfallfrei wieder zusammenbekomme hier, ne? Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet, wie das ging. Oh. Ah, so, ja, ja, hin und her klappen. Dann klappt's. Boah, ich muss heute so viel klappen, ne? Das letzte Mal habe ich ja schon so viel geklappt. Guckt euch das mal an. Das ist hier mit Draht zusammengebunden, Stoff, aufgewickelt auf einen Draht. Das sieht auch toll aus als Anhänger. Ist ziemlich einfach, braucht man auch groß keine Perlen. Ja gut, hier sind jetzt hier ein, zwei, aber bräuchte man theoretisch gar nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. So, und dann mit dem Band. Das ist toll, das kann man dann auch noch weiterverwenden. Ne, das ist so ein bisschen elastisch. Damit wird das Ganze wieder eingepackt. Zack, zack, eingepackt. Den Anhänger mache ich mal hier vorne mit drauf. Das ist ja putzig. Echt, ey, was für ein süßes kleines Teilchen. Man, das ist so schön handlich. Also, ich bewundere das ja, wie filigran ihr teilweise so bastelt, ne? So in Mini-Kleinigkeiten und, oh, ich denke mir mal, Hilfe. Da wäre ich völlig mit überfordert. Oh, das gehört da ja noch mit rein. Oh, 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 oh. Das habe ich jetzt vergessen.
Das war hier mit drin, ne? So, genau. So, da ist ein kleiner Gruß mit dabei. Der soll auch da bleiben. So. Einmal wieder zusammen. Und ein schönes Schleifchen. Und dann sieht das doch ganz putzig aus. So, die Servietten gehören natürlich mit dazu. Da werde ich das dann mit ein, quasi einwickeln, damit das auch sicher ankommt, da wo es hingehört. Ach, guck mal. Da war doch noch ein Zettel drin. Von der lieben Heidi aus dem Spreewald. Liebe Grüße in den Spreewald, liebe Heidi. Dankeschön für deinen Beitrag zu dieser Tauschaktion. Boah, also das ist echt, ja, ich muss wirklich noch genauer gucken. Noch genauer gucken, weil sonst wisst ihr ja gar nicht, von wem es ist, wenn doch derjenige damit einverstanden ist, dass ich den Namen nenne. Oh Mann, okay, gut, dass ich es noch gesehen habe, liebe Heidi. So, einmal wieder zurück in das Kästchen und dann machen wir direkt weiter. Denn das letzte Mal habe ich, glaube ich, 1:20 oder so gebraucht für das Ganze. So, hier muss ich ein bisschen vorsichtig aufmachen, weil die Adresse draußen steht und ich weiß nicht, ob sie innen auch nochmal irgendwo vermerkt ist. Nicht, dass ich sie mir kaputt schneide. Ich denke, ich nehme doch die Seite zum Öffnen und versuche das mal hier aufzumachen, ohne dass es kaputt geht hier. Ich habe letztens was bestellt, das war in so einer Weichverpackung. Dann habe ich reingeschnitten, da habe ich mir etwas, was ich bestellt habe, kaputt geschnitten. Das war nämlich aus Silikon und dann habe ich mir einen riesen Ritz reingemacht. Das war nicht sehr schlau. So, jetzt muss ich vorsichtig alles rausholen. Und ich sehe schon, hier ist sonst nichts drin. Das kann gleich wieder zurück da rein. So, und dann gucke ich mir das Ganze jetzt einmal hier an. Da ist einmal der Rückumschlag. Der kommt auch schon mal wieder zurück in den Umschlag, der Umschlag. So, und da ist das Schätzchen. Und zwar hat das gebastelt die Maria. Steht da auch was Schönes noch drin oder ist das einfach nur so zusammengemacht? Ne, ist einfach nur so zusammengemacht. Glücklich steht dir gut, ich weiß. Und ich bin so gerne glücklich. Aber ich muss auch zugeben, dass diese Zeit jetzt hier um Weihnachten herum für mich auch manchmal herausfordernd ist, weil ich habe dann kurze Gefühlschaos-Momente. Das heißt, ich breche plötzlich in Tränen aus und weiß nicht mal warum. Also es ist schon so ein bisschen, ich bin dann schon ein bisschen melancholisch, glaube ich. Passiert schon mal. Oder ich höre irgendwas, was gar nicht so emotional ist und trotzdem nehme ich es wirklich in, ja. Also ich bin da sehr, sehr feinfühlig in dieser Zeit und es ist manchmal sehr anstrengend. So, einen wunderschönen Stoff hat sie mit dabei gelegt. Guckt euch das mal an. Die kann man noch wunderschön weiterverarbeiten, genauso wie das Band passend. Mega. Oh, guckt euch das mal an. Mit einem, was ist das? Mit einem Kuli noch mit dran. Das wird wohl ein Journal sein. Eine Perlenkette, die das Ganze zusammenhält. Jetzt bin ich ja völlig baff. Hier, guckt mal. Das ist auf jeden Fall mit einem Gummiband. Tolle Sache, das zuzumachen. Guckt mal hier. Hier einmal so Eyelets reingemacht und dann mit dem Gummiband festgemacht und dann das hier mit Perlen versehen. Also das sieht ja richtig toll aus. The most wonderful time of the year. Ja, könnte man sagen, außer der Mai, der ist noch viel schöner, ist nämlich mein Geburtsmonat und ich liebe den Mai. Ich liebe den Frühling und den Herbst. Winter ist eigentlich gar nicht meins. Guckt euch das mal an. Also Jack muss mir hier mal kurz helfen, denn ich will euch das nicht vorenthalten. Das kann man öffnen. Sind die süß. Guckt euch das mal an. Die zwei machen ein süßes kleines Nickerchen. Ist das niedlich. Scheiße, ist das niedlich. Oh, komm, wir lassen sie. Oh, habt ihr es gehört? Ach, das ist mit Magneten. Wie niedlich. Boah, so klein und filigran hier. Abgefahren. Ich muss mal gerade einmal die Verpackung kurz zur Seite legen, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe zum Aufmachen. So, jetzt machen wir das ganz vorsichtig auf und gucken, was uns da so entgegenkommt. Es ist also ein Journal. Hier ist schon mal ein Tag mit Merry Christmas. Ach, guck mal, sogar mit Siegel. Ganz toll. Mit einem schönen Spruch hinten drauf. Hier ein Bellyband aus Stoff, hier ein bisschen Transparentpapier. Das sieht aus, als wäre das hier auch noch hübsch gemacht worden mit den Ecken. Ganz toll. So, dann drehen wir das Ganze einmal um. Oh, und auch die Farben, ne? Das ist ein bisschen Pyrrhelenrot mit dabei. Das mag ich ja total gerne. Gerade im Aquarellmalen ist das eine meiner Lieblingsfarben, müsste man sagen. Was haben wir hier? Oh, guckt euch das mal an. Hier eine kleine süße Postkarte. Auch mit Fuzzy Cards. Das hier ist komplett selbst beklebt in einzelnen Schichten. Was für ein Aufwand. Mega.
hier schön wollig. Hier mit ein bisschen Schablone gearbeitet. Ach ja, das ist ja auch total niedlich. Da möchte ich mich jetzt gerne hinsetzen. Aber ich stricke ungerne, weil ich kann nämlich gar nicht stricken. Für mich würde da jetzt mein Tablet sein und ich würde was malen. Oh, das ist ja auch toll, so eine Dreier-Pocket-Geschichte hier. Das ist ja süß, da kann man ja noch mehr reinstecken. Aber total schön. Mega cool. Das ist ja wirklich ein süßes... Und man hat hier so viel Platz zum Journalen. Toll. Kann man so richtig, richtig sich noch austoben. Man kann auch noch ein bisschen was ergänzen. Ach, guckt man ja. Die sind ja wirklich putzig, die kleinen Dinger hier. Der schlabbert hier sein lecker, lecker Zeugs. Obwohl ich das geil finde. Die Tasse hat sogar noch ein gestrickte Außenteil. Geil. So, dann geht's weiter. Hier sind auch die Ecken schön gemacht. Oh, das ist auch toll. So am Glitzern hier. Und hier haben wir einen externen Stiftehalter mit Stift. Den gucken wir uns auch gleich an. Der sieht nämlich auch nicht ganz so original aus. Hast du den selber gebaut? Ich weiß auch nicht. So einen habe ich noch nie gesehen. Müssen wir uns gleich mal ansehen. Oh, hier ist ein kleiner Tag. Wo ist der denn ausgebüxt? Ach so, der war wahrscheinlich hier mit dran geklemmt. Ah, da müssen wir doch als erstes uns den Stift mal angucken. Ohne Mist, ich glaube... Also der sieht ja echt aus, als wäre der selbst gemacht oder so. Guck mal, hier ist so eine kleine Mine drin und ein Stift-Dings. Das ist doch selbst gemacht, oder? Mega faszinierend hier. Also hier sind Perlen drauf und ein kleiner Anhänger ist da mit drauf. Eine kleine Rose oder sowas, eine Blume. Noch mehr Perlen, dann das Stück und dann ist hier die kleine, da ist eine Mine. Die ist auch noch zu. Also der ist ganz niegelnagelneu. Und hier Special Gift for you, wie niedlich. Mensch Maria, so toll. Und hier, wie gesagt, gleich der Stiftehalter mit dabei. Einmal hier festgeklemmt und dann gehen wir einmal weiter. So war das wahrscheinlich. Oder war das hier drunter geklemmt? Nein, war es nicht. Ist nur Deko. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Da kann man was hinterklemmen, dran klemmen. Ach guck, da ist es hier festgehalten. Das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, was das hier ist. Ist das etwas zum Aufmachen oder bleibt das so? Das ist eine gute Frage. Es sieht aus, als würde es so bleiben. Das scheint einfach... Ah! Eine Glitzerschüttelkarte. Ach Gottchen, Leute, was ihr hier alles so bastelt, ne? Mega. Guckt euch das mal an. Ist das süß? So tolle Ideen, ne? Mega cool. Das hier ist fest. Ja, da kann man was hinterstecken. Lässt sich bewegen. Oh, und von der Seite auch wunderschön. Ja, süß. Warmliches. Das scheint rausgestanzt zu sein irgendwie. Weil es ist hier schon vorgegeben. Ist auch schön mit so einer Doily-Stanze hier. Tortenspitzenstanze. Und da der kleine Fuchs, der schläft. Das Papier ist sehr beliebt. Ich habe das schon irgendwo mal gesehen. Ich glaube, beim ersten Video war das doch auch dieses mit dem Fuchs, oder? Könnte ja sein. So, Wintertime. Das ist auch interessant. Da ist so ein bisschen was Embosses drauf. So, dann hier eine Dreier-Pocket, wo auch drei Tags drin sind. Auch verschiedene. 1, 2 und 3. Ist das Zufall oder wieso steht hier 1, 2 und 3 drauf? Hm. Weiß ich jetzt nicht genau. Da stehen auf jeden Fall Ziffern drauf, was die wohl zu bedeuten haben. Vielleicht sind die auch nur zufällig da drauf. Und damit ist das Journal auch schon zu Ende hier. Das ist auch ein tolles... Was ist das? Das ist irgendwie ein Vellum auf Papier geklebt. Ja, sieht so aus. Ja, mega süß. Das ist ja mal so ein richtiges, ja, handliches Journal. Ja. Oh nein, was ist hier passiert? Oh, ich sag's euch, ich bin dafür nicht gemacht. Ah, das Gummiband hat sich gelöst. Okay, jetzt wird repariert. Oh, liebe Maria, ich muss reparieren. Ich hoffe, ich mache das richtig. Also, ich schiebe das mal hier durch. Aber basteln wollte ich jetzt eigentlich nicht noch, aber das muss repariert werden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin mit dem kurzen Stückchen, was hier nur noch übrig ist. Ihr wisst ja, ich habe es nie. Aber es ist mir schon mal passiert, ne? In der letzten Weihnachtstauschaktion, da ist ja auch was abgegangen, was ich dann reparieren musste. Das ist... Kann auch sein, dass das hier durchgeflutscht ist einfach. Aus diesem Ring hier, von dem einen Teil. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo eine Pinzette gehabt. Wo ist die denn schon wieder? Hallo, Pinzette. Wo bist du? Ich finde es schon wieder nicht. Oh, ich habe sie zuletzt benutzt beim Basteln, aber wo habe ich die denn hingelegt? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich muss es jetzt doch mit meinen dicken Knubbelfingern knubbeln hier. Also ich wollte nämlich das einfach nur durchstecken. Warte mal, ich mache das jetzt so. Ich halte das von der Seite fest. Ich werde das hier einmal durchstecken.
Ich habe noch nicht mal dolle gezogen. Da muss irgendwie sich der Knoten gelöst haben. Bei Gummiband ist das auch ein bisschen schwierig manchmal. Da hilft es vielleicht, das tatsächlich mit ein bisschen Feuerzeug anzusenken. So, auf jeden Fall so, dass ich das hier schon mal gefangen habe. So ist schon mal gut. Wie hat sie das denn jetzt hier festgemacht? Genau, sie hat es auch mit so einer Schlaufe gemacht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann bin ich ja schon mal ein guter Dinge. Jetzt muss ich das hier, denke ich mal, drumherum binden. Anders wird es nicht gehen. Und ich muss jetzt gucken, wie ich damit arbeite, weil sie hatte wahrscheinlich das Gummiband ein bisschen länger, als sie es gemacht hat. Ich werde jetzt also gucken, ob ich hier dann auch den Knoten so reinbekomme, dass das hält. Ja, so eine Pinzette wäre jetzt nicht schlecht. Weil das Problem bei Gummibändern und Knoten machen ist, dass es immer wieder zurückflutscht. Und man die Ecken dann gar nicht zu greifen bekommt. Na komm schon. Komm schon, komm schon. Oh. Es tut mir leid, aber nein, ich werde dieses Video nicht schneiden. Ihr müsst da jetzt durch, denn es ist sehr zeitaufwendig, das Ganze. Und ich werde nicht noch mehr Zeit investieren, weil ich gar keine Zeit dafür habe. So, es warten nämlich noch andere Aufgaben auf mich. Ich muss das Shop-Update vorbereiten und noch einige Produkte muss ich noch Grafiken für erstellen. Und ach, für die Rauhnächte müssen noch Sachen aufgenommen werden. Also Leute, Leute. Ne, keine Zeit hier für Schnippereien. Ach so, und mein Online-Kurs, den muss ich ja eh schneiden. Also der wird geschnitten. Mein erster Aquarell-Online-Kurs. Ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt, was das angeht. Und ich hoffe, dass der gut genug ist, ganz ehrlich. Also ja, das ist dann der Moment, wo man anfängt, an sich zu zweifeln. Und denkt, oh nein, ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin nicht gut genug. Wow. Aber ich werde ihn trotzdem hochladen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Sollte ich irgendwie Feedback bekommen, ach, der war nicht so gut, dann weiß ich zumindest vielleicht, wenn es konstruktiv ist, was ich nicht so gut gemacht habe. Also von daher. So. Liebe Maria, ich konnte es hoffentlich gut retten. Also hier ist noch durch das Gummiband, ne? Ihr guckt bitte, dass das dann auch ein bisschen fest ist so. Das ist aber noch Platz, da kann noch ein bisschen was mit rein, ne? So, jetzt verpacken wir das Ganze wieder hier in diesen schönen Stoff. Ach, wie schön. Das passt hier mit Gilding Wax auch, glaube ich, gearbeitet, ne? Ja. Mega cool. So, dann wollen wir das Ganze einmal wieder verpacken. So. Und dann machen wir hier einmal das Schleifchen drum. Und ich denke, ich werde das tatsächlich nochmal drum machen und dann erst das Schleifchen, ne? Ich glaube, so war es auch, oder? So doppelt gemoppelt, hält ja meistens besser. So. Ja, vielen Dank, Maria. Ich glaube, du bist das erste Mal dabei. Ich kann mich nicht an deinen Namen erinnern, dass du je dabei warst. Ich finde es toll, dass so viele neue auch mitmachen, weil es gibt doch einige Namen, die ich nicht kenne. Und einige Altbekannte, die schon mal mitgemacht haben, auch beim Frühjahrstausch oder im Wintertausch. So, dann wollen wir das nächste öffnen. Oh, dann gucken wir gleich mal. So, jetzt aufpassen wieder hier beim Aufschnibbeln, dass ich hier nichts erwische von dem Geschenk. So ein bisschen vorsichtig sein, weil die Tüte geht tatsächlich bis hier oben, bis an den Rand. So, nehme ich überhaupt auf? Oh Gott sei Dank, ich nehme auf. Aber was ich nicht gemacht habe, ist Strom reinstecken. Nicht, dass das nachher der Akku alle ist. Das wäre ja was. Das wäre ja was. So, vorsichtig rausgezogen, in die Tüte geguckt, da ist nichts. Das, was hier drin ist, jetzt muss ich gerade einmal tatsächlich hier hin und her drehen. Rückumschlag ist dabei. Super, das freut mich, dass das doch so gut klappt alles hier. Und jetzt muss ich gerade einmal gucken. Alles gut. Alles gut. Ich danke dir, liebe Nicole. Hier ist ein persönlicher Gruß noch von mir dabei. Und das ist hier von Niki Bastelt. Und Niki hat einen eigenen Kanal. Das steht hier auch noch mal extra drauf. Und Niki hat auch schon mal mitgemacht. So, jetzt bin ich gespannt, was du denn heute hier eingeschickt hast. Oh, das Papier ist ja auch der Knaller. Leute, Leute, mein Husten ist hartnäckig. So, liebe Nicole. Also mit Gummizug hier hinten festgehalten durch ein Eyelet und das hier, ich frage, nein, ich glaube, das ist normales Papier, was ihr hier benutzt habt. Auch schon mal hatte ich das, glaube beim ersten Teil hatte auch jemand so ganz interessantes Papier
Und ich glaube, hier wurde nochmal irgendwas drüber gepinselt, was dann getrocknet ist in durchsichtig. Ich würde fast behaupten, dass das irgendwie so eine Art Lack oder, also kein Lack, sondern vielleicht so, so ein Gesso, der durchsichtig trocknet oder so. Ich weiß nicht genau. Niki, vielleicht sagst du uns das einmal hier unter dem Video. Oder vielleicht hat Niki aber auch ein Video dazu gemacht, wie sie das hier gebastelt hat. Das wäre natürlich, da müsst ihr einmal auf den YouTube-Kanal gehen und schauen. Und dann gucken wir mal. Also natürlich ein Journal. Was sollte es? Oh, die Ecken und Kanten von den Dingern sind so geil. So, und hier Merry Christmas mit süßen kleinen Kärtchen und einem Tag, eine Doppelpocket. Das Papier ist von Ines, das sehe ich direkt. Das Packpapier, was Ines mal benutzt hat mit den Häschen. Das ist super süß. Und den Waldtieren hier mit den kleinen Dings. Das ist total geil, dass ihr die Sachen wieder benutzt. Das ist so toll. So, dann gehen wir einmal weiter. Hier ein kleiner Notizblock, ja, aus Scraps. Ein Scrappy-Notizbüchlein. Hier, das finde ich total cool, ne? Diese Ecken und Kanten hier. Und dann nochmal geinkt, das sieht einfach toll aus. Ja, das Journal ist natürlich klasse, jetzt hier auch zum wirklich Schreiben. Man kann hier viel reinschreiben. Ihr könnt so ein Journal natürlich auch gerne dann für die Rauhnächte nutzen, ne? Warum denn nicht? Ich meine, es ist die Weihnachtszeit, es ist diese besondere Zeit. Und warum sollte man sowas nicht dann nutzen, ne? Hier auch so ein richtig klassisches. Da hat sie auch noch was gemacht. Das ist mit einer kleinen Klammer hier. So. Solche habe ich auch verschickt in meinen Bestellungen. Oder ist das vielleicht eine sogar daraus? Aber vielleicht habt ihr die auch selber. Ja, überall noch Text. Und das finde ich auch süß, wenn die hier oben alle so rausgucken, ne, aus dem Journal. Das ist echt toll. So, dann hier noch einmal ein paar Seiten. Hier so eine kleine. Das ist auf jeden Fall hier so ein kleiner Umschlag. Den lasse ich da jetzt aber einfach dran. Selbstgefärbtes Papier auf jeden Fall. Hier noch eine Journalkarte mit einer schönen Lady drauf. Ihr wisst ja, ich stehe auf Ladies. Ich bin echt im Lady-Wahn. Ich hätte das gar nicht gedacht. Es hat irgendwie angefangen mit den letzten Papiersets, die ich gemacht habe. Da habe ich irgendwie, und auch den Stickern, ich war sowas von besessen von diesen ganzen Ladies. Ich finde das toll. Also hätte ich nie gedacht, weil ich bin ja eigentlich der Blumentyp. Aber Blumen und Menschen ist noch am besten. Hier in der Mitte ist noch ein kleiner Anhänger. Und hier ist eine kleine Mini-Fliege, die hier rumfliegt. Wo kommt die denn her? Es ist Winter. So, Jack hilft mir heute beim Ummodeln hier. Hier noch ein paar Ephemera mit drin. Ach ja, die ist ja auch putzig, die kleine. Niedlich. Und hier auch ganz viel Platz zum Journalen. Also ich will nicht sagen, diese Kringel sehen ein bisschen aus, wie ihr wisst schon. Nippelalarm. Sorry, konnte ich mir jetzt echt nicht verkaufen. Mega geil, Niki, finde ich geil. Aber ich brauche einen Schluck Kaffee. Ihr macht mir echt gute Laune. Hm. Ah, wunderbar. Ich blätter mal schnell weiter. So, und hier. Scheiße, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr klar. Oh, ich muss mich mal kurz sammeln. Sonst muss ich die ganze Zeit jetzt an dieses Wort denken, was ich gerade gesagt habe, und mich totlachen. Das ist furchtbar. Ja, ich bin schon manchmal ein bisschen versaut, so in meinem Privatleben. Ja, auch signiert Handmade. Seht doch einmal nach, wie schön. Wunderbar. So, dann wollen wir das Ganze wieder einpacken. Liebe Niki, danke schön dafür. So. Oh, das geht zurück in diese süße Brottüte. Schwupp. Und dann ist es schon hier. Mit einem kleinen Weihnachtsgrüßlein. Wie niedlich. Sehr schön. So, das geht dann einmal zurück in das Tütchen und in den Umschlag, damit ich es weiter verschicken kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die Sachen sind nicht sortiert, so wie sie kamen. Das ist jetzt alles recht durcheinander. Jetzt muss ich einmal gucken. Okay, hier ist also auf jeden Fall schon mal ein Rückumschlag. Wunderbar. So, dann haben wir hier das Tütchen. Ich nehme an, das ist das Tütchen, was... So, und was ist das hier? Liebe Michaela, es ist alles absolut in Ordnung, dass du keine Kleinigkeit für mich mit beigelegt hast. Alles gut. Und ich zeige euch einmal, weil sie gerne hier auch gerne sagt, wer sie ist, die liebe Michaela.
Und ihr findet sie auf Instagram. Michi Petra. Und ansonsten könnt ihr ihr auch gerne schreiben. So. Moment, jetzt muss ich aber das hier einmal hier dran klemmen. Und der Rückumschlag kommt hier hin. Ich will das ja nicht durcheinander bringen. So. Merry Christmas. Ein süßer kleiner Aufkleber. Wunderschönes Glitzerband. Was mich wieder vor die Herausforderung stellt, dass ich das nachher wieder zusammenkriege. So, einmal aufgemacht. Hoffentlich kein Knoten drin. Habe ich jetzt einen Knoten reingemacht? Nein, ich glaube nicht. Dankeschön fürs Nicht-Verknoten. So, die zwei Bänder, die werde ich jetzt erstmal hier noch an die Seite legen. Und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Ich bin gespannt. Oh, auch wieder ein Journal. Leute, habt euch ja nicht lumpen lassen hier. Wunderschön, guckt euch das mal an. Oh, und der Rücken ist hier mit Stoff, toll. Richtig schön eingeschlagen. So, jetzt, ja, die Schleife ist so schön. Wir gucken mal, ob Agnes die nachher genauso schön wieder hinbekommt. So. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier? Also, es ist super krass gegoldet. Es ist, glaube ich, mit ganz viel Gilding Wax gearbeitet hier. Mit einer kleinen Stanzflocke. Ein kleiner Tag hier in der Pocket vorne drin. Und die Pocket kann man klappen. Seht mal. Und da, darunter kann man dann was schreiben. Hier ist ein Stern gemalt. Hier sind auch noch so ein paar Bänder mit eingearbeitet von außen. Also hier noch einmal. Das sieht ja auch toll aus. Guck mal, mit Bändern. Mit Bändern zusammengehalten. Das ist eine ganz besondere Bindung. Die gucken wir uns auch gleich von innen an. Ich bin gespannt. Sowas hatte ich, glaube ich, auch noch nicht in der Hand. So. Hier eine Pocket. Ich nehme an, hier ist ein kleiner Gruß drin. Ja, das ist ein kleiner Gruß. So, guckt euch das mal an. Das ist ja auch eine schön gestanzte. Ich nehme an, das ist eine gestanzte Doily, oder? Ich glaube ja. Total schön. Das ist auch toll. So einfach ein Stück Papier und dann nochmal so mit dem Fineliner. Das sieht einfach nur toll aus. Guckt euch mal an. Also das ist hier, es ist ein goldiges Stück, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt ist hier noch eine Seite, die ist mit Kaffee. Da sehe ich gerade, Jack, du musst mir helfen und einmal da rein, dass ich es nicht kaputt reiße. Hier ist nämlich ein Stück hängen geblieben. Das war wahrscheinlich. Ja, das ist definitiv mit Kaffee. Kaffee trocknet auch tatsächlich so glitzernd, wenn der so dick aufgetragen ist. Ne? Wenn das die Mischung von so einem. Oh, Moment. Oh, riecht nach Kaffee. Geil. Oh. Also morgens gleich mal einen Schuss Kaffee mehr in die Nase. Und hier ist das Vögelchen. Ich nehme an, das guckt hier gleich durch, oder? Und wenn wir das hier rausziehen? Jawohl! Oh, tolle Idee. Richtig cool. Hier sind noch kleine Nummern und Ziffern. Kleine Sticker. Kleine Goodies mit dabei. So, dann die nächste Seite. Ganz toll. Selbst gefärbt. Also das komplette Papier selbst gemacht, gefärbt. Und hier ist, glaube ich, Washi-Tape auch noch zerrissen. Und ich weiß nicht genau. Das sieht ja echt interessant aus. Und dann noch geinkt? Kann man das mit Washi-Tape so machen? Ist das nicht zu weich? Das sieht auf jeden Fall gut aus. So, ich muss jetzt gerade überlegen. Ach so, die wurde doch gebunden. Das Ganze wurde doch gebunden hier. Aber dann irgendwie von außen so. Ah, und hier ist die andere Seite von den Ziffern. Ne? Mega cool. Ja, hier ist auch so ein Vögelchen, toll. Da wiederholt sich das. Das ist auch immer schön, wenn sich so die Signaturen quasi dann rückseitig dann wiederholen. Ja, hier ist auch ganz viel Kaffee wieder drauf. Hier noch das restliche Stück. Das hier sieht aus wie... Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Jelly-Print ist. Vielleicht sogar von Kleeblatt Creations. Die hat ja mal sowas gemacht, glaube ich, mit so Weihnachtskugeln mit Jellyplate oder so im letzten Jahr, glaube ich. Aber es kann auch nur eine Vermutung sein. Es kann auch sein, dass das hier alles selbst gemacht ist von der lieben Michaela. Das weiß ich natürlich nicht. So, Merry Christmas. Und hier, guckt euch das mal an. Hier ist tatsächlich ein Block und der hat mehrere Blättchen und der ist hier mit dem Stern zusammengefasst. Und zwar direkt auf der Seite. Das finde ich auch gut. So, und hier, das ist gebunden. Ah, okay. Das heißt, also das Ding hat drei Signaturen. Guckt euch das mal an. Das sind drei Signaturen. Und die sind mit den Bändern hier, mit dieser Bindetechnik hier zusammengemacht. Das wollte ich auch schon mal ausprobieren, aber huhuhu. Tricky, tricky. So, jetzt gehen wir das Ganze mal durch.
Hier ist auch noch ein bisschen Kaffeeblatt. Zweimal. Das ist auch ein schönes Rot. Und auch noch ein paar von diesen Weihnachtskugeln. Also es wiederholt sich, das Papier. Das ist auch schön. Dann ist das alles, ach guck mal, hier noch gestanzt so ein Dings. Das finde ich auch eine schöne Idee. Einfach mal so ein Guckloch dadurch. Und hier, was ist das? Das ist, weiß ich noch nicht. Guck mal. Ah, eine Pocket, wo noch was drin ist. Und hier kann man auch noch was drunter schreiben. Schön. Auch wieder das Papier. Hier ein bisschen Scrapbook-Papier. Hier auch wieder das mit den wie heißen die denn? Christbaumkugeln. So. Und mit ein paar Sternen. Diese Ecken hier finde ich toll mit dem Gold. Das ist richtig cool. Ja, und das ist Signatur 2 und jetzt ist Signatur 3. Drei Signaturen. Merry Christmas. Auch mit einer Pocket hier vorne dran. Das ist ja auch schön ausgestanzt. Toll. Und hier nochmal Pockets mit kleinen Kärtchen, Journalkarten. Noch was Gesprenkeltes. Und hier wiederholen sich die quasi andersrum, die Blätter. Das ist ein bisschen was zum Journalen, ein bisschen Platz. Einfach nur ein Stück Papier schön gemacht, zusammen gemacht und zack, hat man schon Platz zum Journalen. Super cool. Hier auch wieder ein Guckloch, toll. Ja, das ist echt super. Dahinter das Teil so. Ah, das geht noch weiter. Ich dachte jetzt echt, das wäre schon die letzte Seite. Nein, ach, guck mal. Das hier hat sie nochmal verschönert hier mit Glitter. Das hat sie im Nachhinein drauf gemacht. Und ich glaube auch das Gold hier drauf. Ja, drauf gepunktet. Wahrscheinlich entweder mit Wasserfarben. Also mit so Aquarellfarben glänzend oder vielleicht auch mit speziellen Stiften oder sowas. Weiß ich nicht. Aber es glitzert auf jeden Fall ganz schön. Eine kleine Staatsflocke. Und dann wieder dieses Papier. Da ist die zweite Seite. Das Kaffeepapier und letzte Seite. Wow, was für ein süßes, kleines, putziges Journal. Und das ist so richtig junky, ne? Richtig grungy hier. Guckt euch das mal an, was hier an den Seiten, an den Ecken aussieht. Total geil. Mega cool, Michaela. Danke. So, wie war das jetzt gleich nochmal? Ach ja, das hier war mal drum. So doppelt, ne? So war es doch. Ja, mal gucken. Das ist hier immer jedes Mal so eine Herausforderung für mich. So. Und jetzt machen wir das schöne Schleifchen wieder rein. Und Agnes gibt sich besonders viel Mühe, dass sie das wieder so hinbekommt, wie es war. Einmal. Und zweimal. Und ja, es geht, weil das Draht hat. Wenn das Draht hat, dann geht das ein bisschen einfacher. Da kann man so ein bisschen das noch hübsch ziehen. Ne? Das wird nachher in der Post wahrscheinlich sowieso ganz schön platt gedrückt. Aber es sieht doch schon fast aus wie das Original verpackte. Finde ich gut. So. Liebe Michaela, danke fürs Mitmachen. So eine schöne Einsendung. Das macht ihr euch schöne Geschenke. Das freut mich zu sehen. Das ist so eine mega geile Community, seid ihr wirklich. Das macht echt Spaß. So, dann die zwei Bänder. Wie war das nochmal? So, ich muss jetzt gerade einmal gucken. Ich würde sagen so und so und vorne zusammen. Ne? War das so? Ich hoffe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch aus, als könnte mir das gelingen. Jetzt sind das natürlich zwei Bänder. Das ist auch eine Herausforderung für mich. Ein bisschen Luft rauslassen hier aus dem Tütchen. So. Zack. So. Liebe Michaela, danke dir. Und das geht jetzt einmal zurück in das Tütchen, mit dem du es geschickt hast, damit ich es gleich weiterschicken kann. So. Und jetzt im Anschluss dann diese Sachen verpackt und dann kann es weitergehen. Dann fehlt mir nur noch der Postgang. So, dann kommen wir einmal zum nächsten.
Wer es nicht geschafft hat, mitzumachen, es zu spät gesehen hat oder was auch immer, ich warne euch jetzt schon vor, es wird eine Frühlings-Ostertausch-Aktion geben. Die wird so, also ich weiß nicht genau, wie spät oder wie früh Ostern ist dieses Jahr. Eigentlich mache ich das mal gerne so, dass man dann zu Ostern eine Kleinigkeit bekommt. Aber es liegt halt so nah beieinander, ne? Deswegen. So, da muss ich einmal gucken. Das ist eine Grußkarte. Vielen Dank erstmal dafür. Und hier, das sieht aus, als wäre das schon das Tauschgeschenk. So. Für die Tauschaktion. Ist hier irgendwo der Name drin? Dann habe ich nichts übersehen. Also im Umschlag ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Und in dem anderen Umschlag war halt das hier. Und das ist das Tauschteil. Zack, einmal aufgemacht. Ach, wieder so ein schönes Doppelband hier. Ihr mögt es, mich zu ärgern. So, jetzt gucke ich da einmal kurz drauf. Also, hier steht auf jeden Fall ein Name mit drauf. Das ist von Yvonne. Und die liebe Yvonne hat uns eingepackt. Was hat sie denn eingepackt? Ein mini kleines, süßes Sherlock. Oh, ist das niedlich. Das ist ja eher sowas wie ein... Guckt euch das mal an. Hier ist ein kleiner Mini-Muffin. Das ist ja ein toller Verschluss. Mega geile Idee. So, wir machen das Ganze auf. Oh, jetzt kann ich aber lange kurbeln hier. Jetzt kann ich aber lange kurbeln. Uiuiuiui. Wir gucken, dass mir hier nichts durcheinander gerät. Mega coole Idee. Auf jeden Fall. Also solche zwei, das sind ja diese Clipboards, Chipboard oder wie man die nennt. Die hat sie jetzt hier dran gemacht. Passend zum Winterchen. Dann machen wir das Ganze auf. Und dann gucken wir da mal rein. Och, guck dir das mal an. Das ist ja toll. Ich nehme an, das ist gemacht aus einem 30:30 komplett, aus einem Bogen. Mega cool. Oh ja, das will ich jetzt auch basteln. Das ist ja schön. Guckt euch das mal an und voll gefüllt. Hier einmal mit einem kleinen Umschlag, den man noch aufmachen kann. Mit Ephemeras drin. Oh, und auch noch so schön. Ne? Wunderschön. Kriegt Agnes das auch wieder zu? Upsi. Aufmachen ist immer schön, ne? Schön einfach. So, zumachen. Dann wieder da reinstecken. Auch ein ganz liebes Papier. Das, wo sowas von Stamperia oder sowas ist, könnte ich mir auch gut vorstellen. Die machen ja auch solche, gerade so mit diesen Bordüren und so. Die haben so einen ganz bestimmten Stil. Hier ein bisschen was zum Schreibseln. So, und hier ist auch schon wieder was Kleines dran. Hier ist eine Pocket, da ist eine Journalkarte, die kann man auch direkt beschreiben. Total cool. Hier auch wieder eine kleine Journalkarte mit Pocket. Super cool, super cool. Werde ich nachbauen. Finde ich ja richtig cool, so aus einem Ding sowas machen, mega geil. So, und hier sind ganz viele kleine Blättchen drin. Ein kleines Notizbüchlein aus diversesten Schnipseln und Papierchen. Richtig was dabei, einige davon auch noch bestempelt, schön winterlich, weihnachtlich. Sehr süß. So, hier auch wieder so ein kleines Label mit dabei. Und hier auch, ne? Ah, das ist sogar noch zum Aufklappen. Guck mal, wie süß das ist. Nein, ist das süß. Ja, echt Zucker. Ich wünschte, ich würde das mit meinem Drucker hinkriegen, dass ich Vor- und Rückseite machen kann. Da hätte ich auch schon so Lust, Vor- und Rückseiten zu machen, aber bei mir wird man es wahrscheinlich dann kleben müssen, bei solchen Dingen. Ist ja auch immer schwierig, das selber dann herzustellen, ne? Selbst wenn man so eine Idee hat. Ganz tolles Ding, Yvonne. Vielen Dank für deine Einsendung. Ach, guck mal, hier ist auch noch was Kleines. With Love, natürlich, mit ganz viel. Das ist das, was ihr alle reingesteckt habt, nämlich viel Liebe und viel Zeit. Eure Lebenszeit. Das ist doch mal total putzig hier. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier vernünftig unter dieses Chipboard wieder bekomme und das wieder dadurch drüber kurbel. Ohne, dass ich wieder einen Unfall habe und was reparieren muss. Drückt mir die Daumen, dass nichts schief geht. Das finde ich aber schon ziemlich... Also es hätten jetzt auch 3 Umdrehungen weniger sein können, liebe Yvonne. Hätte ich nichts gegen gehabt.
Und hier, dieser kleine Muffin ist ja wohl mega cool. Also die zwei Chipboards zusammengepackt, Vorder- und Rückseite dieses Muffins. Und da drinnen halt eben das Teil so als Anhängerchen. Das ist total toll. So, jetzt gucken wir, dass wir das auch wieder zusammenpacken können hier. Schön. Der Stoff ist auch ziemlich viel Stoff. So kann man also auf jeden Fall noch ordentlich was draus basteln. Und ich glaube, ich habe es nicht so schön eingepackt, wie Yvonne das eingepackt hat. Ich muss es nochmal machen. Weil hier ist jetzt so eine Ecke, die gefällt mir nicht. Und ja, ich glaube, so war das, ne? War das so? Ich weiß es nicht. Oder war das einfach so und so? Leute. Ja, das sieht dem... Ich glaube, so war es. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Habe ich mir mal wieder nicht gemerkt. Ist aber auch nicht so schlimm. So, dann war das so und genau. Und da vorne dann einmal das Teilchen dran. So, ich hoffe, dass das so an für sich nicht zu dick ist. Ich habe ja manchmal ein bisschen Schiss, dass mir das nicht durch die Post geht, weil ich glaube, das darf nur 2 cm Höhe haben, das Ganze, um dann als 1,60er rauszugehen. Jetzt habe ich natürlich auch nicht geguckt, obwohl, nee, das kam auch als 1,60er. Also dürfte es kein Problem sein, das als 1,60er weiter zu verschicken. So, wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Yvonne. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es geht jetzt auch zurück. Hä? Wo ist denn der Umschlag? Da. Ach, Umschlag. Ich habe den Umschlag aus dem Umschlag quasi genommen. Das ist ja gut. Da kann nämlich gleich schon die Adresse des Empfängers drauf. So. Je nachdem, ob das so aufgeht. Ne? Einige hatten ja ein bisschen was Schwereres geschickt. Muss ich dann mal nachher gucken, wie ich das mache. So. Dann wollen wir mal. Und dann machen wir das hier einmal auf. Vorsichtig. Na, jetzt ist das ja ganz komisch gerissen hier. So, ich sehe schon einmal den Rückumschlag. So, ist hier irgendwas aus Versehen drin gelandet oder so? Nee, ne, das... Alles gut. Dann hole ich das Ganze hier mal raus. Boah, es ist immer, ich bin so gespannt immer. Da ist sonst nichts weiter drin. Boah, das ist ja ein fettes Teil hier schon. Ja, wow. Leute, krasse Sache. Mit selbstgemachten Perlen. Vielleicht sogar nach meinem Tutorial. Das wäre natürlich... Martha hat mitgemacht. Martha hat, glaube ich, auch noch nie mitgemacht. Ich bin gespannt. Wie macht man das jetzt auf? Welche Seite ist wohl die richtige? Helft mir mal. Das ist, glaube ich, hier geknotet. Und das auch? Martha! Ah, das geht auf. Also, die rechte Seite geht auf. Schön merken. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Also, wir klappen auf. Ah ja, das ist hier fest. Okay, das ist also Klappe Nummer 1. Klappe Nummer 2. Also ihr habt es diesmal mit dem Rumgeklappe hier. Klipp, klapp. Hier sind Pockets. Total süß. Mit Tags. Auch ganz ordentlich gearbeitet hier. Das ist auch wieder so ein Perfektionsteil, wo ich gar nicht mithalten kann. So schön ist das verarbeitet hier. So, dann klappen wir die andere Seite auf. Und was ist das? Und dann kann man das hier so einmal umlegen und aufklappen. Guckt euch das mal an. Das ist ja ganz tricky. Das geht so und das geht nochmal quasi so. Ah, kompliziert. Hier auch nochmal Tags drin mit kleinen Weihnachtssprüchen, Weihnachtsgrüßen. Jedes Mal hier auch so ein Bäumchen drauf. Und guck mal, Stilmix, super geil. Schwarz-weiß und einfach knallebunt. Das ist doch mega cool. Das ist so richtig Junk-Journal-mäßig. Geil. So, hier ist einmal ein 3D-Aufkleber, dann ist hier ein kleiner, ich weiß nicht, was das ist, wir gucken mal. Das ist einfach ein kleiner Tag und das sieht total spannend aus, weil das ist hier so drauf gemacht, als wäre das irgendwie 3D, aber das ist hier einfach zum Beschreiben. Und hier hinten ganz toll gestanzte Weihnachtsmotive. Auch total schön, so filigran, niedlich. So, was haben wir hier? Jetzt muss ich hier einmal gucken. Das ist einfach nur hier so reingesteckt. Ja, ja, ist eine Pocket. So, und dann, ach, guck mal, das kann man aufstellen, ein Aufsteller. Und da ist eine Karte drinne.
Oh, das ist was ganz Schönes. Da kann man nämlich eine Aufstellkarte für ein LED-Teelicht, wie ich erkenne gerade. Das heißt, man kann dann hier ein LED-Teelicht reinstellen. Dann hat man hier eine wunderschöne Dekoration, die dann von innen... Oh, tolle Idee. Super cool. Quasi mit Geschenk. Also, als wenn das Gebastelte nicht schon Geschenk genug wäre jetzt hier. Nein, es ist sogar noch ein Geschenk extra mit drin. So, und weiter geht's hier, glaube ich, nicht. Aber das war es noch nicht, denn das ist ganz schön fett, das Teil. So, und zwar machen wir das jetzt einmal wieder zu. Na komm schon. So, und ich werde, ich glaube, das war auch nur so leicht zusammengemacht, ne? Ich mache da mal ein kleines Schleifchen dran, so ein ganz leichtes. So, nix. So, und dann kann man das Ganze noch aufklappen. Guckt euch das mal an. Martha, was hast du hier gemacht? Was ist das? Ich traue mich gar nicht, das anzufassen. Das sind so Anhänger, Aufhänger? Wie cool ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also Spielereien hier, das ist unglaublich. Man lernt ja nie aus. Man denkt schon, man kennt alles und man kennt am Ende nichts. Ja, die Seiten sind auch hier ein bisschen dicker. Und dann blättern wir. Wünsche werden wir auch, guck mal, so kleine Mini-Tags noch zum Weiterverbasteln oder Verschenken. Ein Nikolaus, oh, das ist hier so ein Glanzbild von ganz früher mal. Oh, was früher getauscht wurde. Hier auch nochmal Glanzbilder. Guck mal, das ist ja auch eine tolle Idee. Das auszustanzen, so ein Tag auf etwas Viereckiges, das ist ja cool. Mega coole Idee. Und hier eine Pocket und noch Tags und hier noch ein Lesezeichen. Guck mal, selbst gemalt. Na, wenn das mal kein Aquarell ist. Ist es ganz bestimmt, nehme ich an. Ein bisschen Scrapbook-Papier und mit Aquarell I Love Books. Das ist ja toll. Also sogar noch ein Geschenk da drin. Moment, das hier ist jetzt auch nicht einfach nur ein Ephemera. Was ist das? Das ist ja interessant. Das ist ein richtiges Rezept hier. Aber es ist auf, ich nehme an, auf Niederländisch, ja? Voor kokjes. Ja, ich gehe davon aus, es ist aus Holland. Oder aus den Niederlanden, wie man ja sagt. Ich habe mir sagen lassen, Holland ist gar nicht Niederlande, sondern Holland ist einfach nur so wie hier ein Bundesland. Stimmt das? Ah, hier sind die Perlen dran. Das ist ja toll. Das passt ja wirklich super dazu. Toll. Mega cool. Und noch einmal weiter. Oh, das ist jetzt auch interessant. Was ist das und wie geht das? Also, das ist hier festgeklebt und das auch, aber da ist was drin. Wie macht man das? Schiebt man das da raus? Ah, das ist eine Pocket. Die hat sich hier ein bisschen gelöst. Alles klar. Ah, was für eine schöne... Oh, wieder so jemand, der Karten bastelt. Sieht auf jeden Fall aus wie Karte. Kann man hier auch rausziehen. Oh, ist nicht wahr. Was ist das denn hier? Spooky Geiles. Guckt euch das mal an. Mega. Sowas habe ich ja noch nie in der Hand gehabt. Eine Karte mit Funktion. Ich bin ja immer ganz erstaunt, was ihr Kartenbastler so bastelt, ne? Mega krass. Guck dir das mal an, ey. Das ist ja schwupp. Schwupp. Toll. Voll die Spielerei hier. Mega cool. Martha, toll. Was für eine coole Einsendung auch hier. Also cool sind sie ja alle und alle so, so richtig geil. So, und was haben wir hier? Hier haben wir Aufklapp-Pockets mit noch kleinen Sprüchen und Ephemera und ganz vielen verschiedenen Pockets und Pockets und Pockets. Also richtig was zum Rein-Rausstecken, Umklappen, tralala. Und dann sind wir auch schon am Ende. Wie schön ist das denn bitte? Wie schön ist das denn bitte? Das könnte ein Weihnachtspapier sein tatsächlich, ein Geschenkpapier hier drauf. Toll. Liebe Martha, vielen Dank fürs Mitmachen und deine Einsendung. Mensch, da wird sich aber jemand freuen. Da wollen wir doch mal das Ganze ein bisschen einpacken. Wieder ein bisschen zurückpacken. In den Originalumschlag mit der Nummer. Leute, Leute, mein Kaffee wird kalt. Aha. Mal wieder. Einen Check gerade mal machen. Es nimmt noch wunderschön auf. So, dann kommen wir zum nächsten. Und schon wieder ein Packpapier.
Schon wieder so richtig gut wie im ersten Teil auch schon. Dazu geklebt hier. Jetzt muss ich gerade einmal schauen, wo ich das denn am besten aufmache. Ihr verpackt das so gut. Also, ich glaube, Diebe sind da auch gleich direkt demotiviert, überhaupt auf die Idee zu kommen, es zu stibitzen. Ne, ich muss erst mal gucken. Es ist, hier. Hier machen wir es doch auf. Ich probiere, warte mal. Das ist nicht das, wie geht das bei Amazon, die Dinger nochmal auf? Da ist meistens so eine Klappe, ne? Aber wo ist die Klappe? Ich glaube, die ist hier. Da komme ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so dran. Moment, kann ich da... Oh, ich habe was entdeckt. Ich kann es abkleben. Ich kann das Stück hier abkleben und dann hier an der Seite kann ich reinfassen. Das ist gut. Das klappt ja wunderbar. Dann geht das ja doch besser, als ich dachte. So. Das ist ja toll. So, dann gucken wir... Och, du meine Güte. Das ist ja voll gefüllt mit Dingen. Das ist von der lieben Anne. Liebe Anne, was ist hier alles drin? Also ich sehe schon, Rückumschlag, wunderbar. Und zwei Sachen. Hier steht Tauschaktion drauf. Und ich vermute, das zweite ist für mich. Ich danke dir von Herzen, ach Gottchen. Ach Leute. Was, ich habe dich durcheinander gebracht, schreibt sie mir. Ich würde ja zu gerne wissen, wie. Wahrscheinlich, weil das alles ein bisschen flotter diesmal ging und ihr hattet nicht so viel Zeit, um zu basteln, weil ich brauchte mehr Planungssicherheit. Deswegen, der nächste Tausch wird ein bisschen früher angesagt, dann habt ihr auch Zeit. Aber der Zeitraum, wo ihr mir was schicken dürft, ist trotzdem knapp bemessen, ja? Also maximal 2 Wochen in dieser Zeit müssen die Sachen hier eingegangen sein. Aber da reden wir dann im Frühjahr drüber. Beziehungsweise, wenn der Winter vorbei ist und die ersten Frühlingsboten kommen, dann reden wir über die Frühlings- und Ostertauschaktion. So, ich nehme an, hier ist ein kleiner Gruß. Jawohl. Und Anna hat auch schon mal mitgemacht. Vor langer Zeit. So, jetzt muss ich gerade einmal gucken. Ich glaube, das Beutelchen, aus dem Beutelchen. Oh Gott, oh Gott. Ah. Oh. Seht euch das mal an. Oh, ein Winterjournal. Ist doch ein Winterjournal, oder? Wow. Ich bin jetzt schon... Oh, schon wieder so ein schönes Schleifchen. Und hier so ganz viele kleine Perlen passend mit den Farben. Oh, ist doch schön. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. So, das ist auch hier... dran. Ich lasse das auch dran. So, und jetzt blättern wir. Liebe Anne, na, da hast du ja wieder was gezaubert hier. Mit Vögelchen. Die sind extra nochmal ausgeschnitten hier. Fuzzy Cuts. Guck dir das mal an. Hier ein kleiner Tag. Und Papier. Eingefärbtes Papier und bearbeitetes Papier. Oh, ich sehe schon, das wird auch wieder ein Clip-Clap. Mit vielen Clip-Clap. Das ist ja toll, das ist richtig viel, also richtig viel Schreibplatz. Hier kann derjenige oder diejenige, die das dann bekommt, noch richtig was mitmachen. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Was ist das? Man kann, also irgendwie ist da drinne was. Und dann ist hier auch noch irgendwie was zum Rausziehen. Eine größere Journal Card auf. Ach, süßes Papier mit diesen kleinen blauen Vögeln. So richtig Blaumeisen sind das ja auch nicht. Das sind eher so Fantasievögel. Also solche Vögel kenne ich nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich kenne mich mit Vögeln auch nicht so aus. Jetzt muss ich doch mal hier gucken. Wie? Was? Was geht auf der anderen Seite noch weiter? Jetzt habe ich es auch geschnallt. So, dann ist hier eine Pocket. Da ist noch ein bisschen Dings draufgeklebt. Bisschen, wie nennt sich das? Spitze? Das hier ist wunderschön. Ich finde es toll, wenn man durch die Pockets durchgucken kann. Total cool. Wunderschöner Tag, ganz einfach. Nur ein Spruch im Prinzip, noch ein Tag auf den Tag und dann sieht das Ganze schon mega cool aus. Hier hinten hat es aber auch doch noch eine zweite Schicht drauf gemacht zum Beschreiben. Wahrscheinlich mit selbst eingefärbtem Papier. Mega schön, mega schön. So, dann klappen wir einmal um. Guckt euch das mal an. Ja, braun und blau, eine wunderschöne Kombination auf jeden Fall. Sehr schöne Farbkombination. Hier ganz, ganz viele Vögelchen. Also es ist ein richtiges Wintervögelchen.
ja, Club Journal, Ephemera Holder, Club Journal. Also man hat alles. Man hat ein Journal unten und Ephemera Holder. Hier noch einfach lose Blätter. Sag mal, Anne, die hast du doch eingefärbt. Ja klar, das ist kein fertiges Papier, das ist selbst eingefärbt. Und guck mal, hier ist teilweise auch so eine Struktur. Toll. Das sieht ja prima aus. Also dafür, dass ich dich durcheinander gebracht habe, hast du hier was ganz Feines gezaubert. So, das ist die Rückseite. Das ist ja auch toll. Och Mensch, ich habe richtig Bock auf Schnee. So, dann geht's hier weiter. Und zwar, da ist ja da einmal die Pocket, deswegen ist das hier ein bisschen dicker. Hier ist nochmal der kleine Vogel mit der... So, hier richtig viel Journalplatz. Das hier, das ist tatsächlich hier nochmal ausgeschnitten, extra und draufgeklebt. Das ist nicht original so hier auf dem Papier, das ist noch ein Fuzzy Cut mit eingebaut. Cool. Dann geht das hier einmal rum. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine Karte. Oder wie geht das? Ich weiß es nicht. Das hier ist so fest. Das hier ist irgendwie auch fest. Ich möchte es nicht kaputt machen. Es kann aber auch manchmal sein einfach, dass irgendwas vom Kleber sich geklebt hat. Moment, Moment. Irgendwas kann man hier benutzen. Guckt euch das mal an. Das kann man schieben. Hoch und runter. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ein Bellyband. Guck mal, ein Bellyband, wo man noch was schieben kann. Eine Karte zum... Das ist ja auch eine tolle Idee. Mega cool. Oh, das sind all solche Ideen. Ey. Ich müsste mir eigentlich mal ein Büchlein hier hinlegen und diese ganzen Ideen mal aufschreiben. Hier ist auch wieder ein Journal drin. Auch wieder dieses selbstgefärbte Papier. Mega schön. Toll. Das sieht toll aus. Mit diesem Glitzer. Das sieht aus wie Kristalle. Wow. Grandios. Hier ist noch eine Pocket. Und hier ist wieder der Anfang. Also, liebe Anne, vielen Dank für deine Einsendung. Auch das ein wunderschönes... Tauschobjekt, ein Objekt der Begierde, gebt's zu, ihr wollt sie alle haben. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich jedes Einzelne in meinen Händen halten konnte. Das ist immer noch mal was anderes, wenn ich so von euch so Bastelsachen in der Hand halte. Ne? Das ist echt was ganz Besonderes, weil ich sehe es ja nie. Ne? Ich sehe ja immer nur das, was ich hier fabriziere und natürlich eure Sachen auf Fotos, was ihr so teilt bei Discord oder mal Instagram oder so. Aber es ist trotzdem was anderes, das dann nachher in der Hand zu halten und dann wirklich mal so durchzugucken. So, ich hoffe, ich habe das Schleifchen hübsch genug gemacht für dieses wunderschöne Teilchen. Liebe Anne, ja, ganz klasse, richtig gut. So, das packe ich jetzt wieder hier rein. Ich packe es einfach mit da rein. Wohl, eigentlich braucht ihr das ja gar nicht, ne? Ihr habt ja eh schon ein klein groß. Ich packe das so mit in das Päckchen rein. So, diese Beutelchen, ich würde ja fast behaupten, die hat Anne selber genäht. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie die extra für die Journals genäht hat. Das ist der Knaller. Ich behaupte das jetzt einfach mal, ne? Anne, ich habe doch recht, oder? Schreib das doch mal in die Kommentare, dass ich recht habe, dass du dieses Beutelchen extra für das Journal gemacht hast. Ja, und hier der kleine, süße Gruß. Ach, wie schön. Wie schön. Ihr seid alle so lieb und bastelt so schöne Sachen und beschenkt euch so gern. Das ist so schön. So, dann kommen wir zum nächsten. Ein bisschen dünner und ein bisschen einfacher zu öffnen. Da muss ich nämlich eigentlich nur mit meinem Brieföffner rein, wenn ich denn dann wüsste, wo er ist. Nicht? Ach, guck mal, da ist er doch. Mein kleiner Brieföffner. Wunderbar. Dafür hat man ihn doch. So, jetzt muss ich einmal schauen, dass mir hier wieder nichts rausfällt. Ihr packt... Wow, was ist das denn? Krass. Das haben wir noch nicht gesehen. Was haben wir hier? Da ist noch ein Zettelchen. So, und zwar kommt das von der lieben Bea. So, jetzt muss ich gerade einmal hier mich zurechtfinden. Ach, liebe Bea. Bea hat auch was mit reingetan. Vielen lieben Dank dafür. Da ist einmal... Das ist sowas, das habe ich ja noch nie gesehen. Leute, so, und jetzt staunt. Ist das nicht krass? Bea, was ist das? Ich werde verrückt. So, da gucken wir jetzt mal ganz genau an hier. Was das wohl ist? Wahrscheinlich eine Weihnachtsdeko. Vielleicht für Blumen oder so. Für einen Blumentopf, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal da jetzt rein. Guckt euch das mal an. Das ist ja toll. Das sieht ja abgefahren aus. Das ist ein Pappstrohhalm.
Also, das ist ja mal eine Idee. Es sieht total cool aus. Das Nikoläuschen hier. So. Dann haben wir, achso, hier, BR ist auch auf, hier, Bullet Journal Love BB auf Instagram. Kann man sie verfolgen. Und hier, das ist ein Ephemera Holder mit Buchseiten und zwar eine Pocket und hier eine Pocket. Man sieht das gar nicht so, ne? Und hier noch eine Pocket. Also es sind drei Pockets aus einem Buch, aus einer Buchseite. Das ist ja toll. Und hier ist noch so ein Anhänger mit mehreren kleinen Ephemeras, die man auch noch weiter benutzen kann. So, das war da so. Das ist ja, was ist das, Bär? Bär, steckt man das in die Blumen? Also wenn man da jetzt sowas, so einen Stiel macht, das kann man ja reinstecken, weil das ist ja hier unten hohl, das ist ja ein Strohhalm. Und dann kann man das quasi als Deko in eine Blumen stecken, würde ich sagen, oder? Was macht man sonst damit? Wisst ihr, wofür das auch ist? Für den Sommer ist das gut, um sich Wind zu machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine tolle Idee. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und zwar, vor allem das Coole ist ja hier die Buchseiten im Prinzip aufgefächert. Ja, und dann die Fuzzy Cuts drauf gemacht. Mega krass. Und richtig schön so Vintage-Style, ne? Ja. Und auch noch von hinten schön mit Gilding Wax hier verschönert und ein bisschen so noch was drauf gemacht. Ach, jetzt sehe ich das auch gerade. Erst die Fuzzy Cuts, die sind ja auch noch mit Gilding Wax hier einmal drumherum komplett gedingst. Nicht geinkt, sondern gewachst quasi. Ja, abgefahren. Der hier, der ist ja, den kann man ja direkt in so ein Journal reinbauen, ne? Diesen Ephemera Holder. Ich hatte auch überlegt, man könnte das ja eventuell tatsächlich sogar auch als Lesezeichen nehmen, ne? Kann man auch. Kann man kleine Notizen mit reinstecken und so. Also schon ziemlich geil. Und der ist auch relativ stabil, der ganze Holder. Das ist schön. Auch der Eingriff, den finde ich auch gut. Eingriff, womit wir wieder, hatte ich schon mal gesagt, Eingriff, ne? Ihr wisst ja, Schießer mit Eingriff. Hier, das ist mit der Nut, glaube ich, gemacht, ne? Das ist diese Stanze mit der Nut, also die so eine Nut macht. Das finde ich auch cool, eigentlich so zum Greifen. Auch schön, das sind ganz normal hier so abgerundet. Ach, guck mal, die ganzen Ephemeras sind ja auch nochmal vergoldet. Guck mal. Das hat es extra noch mit drauf gemacht. Die sind also nicht so von Natur aus, sondern das ist nochmal extra so gemacht. Und gesprenkelt mit Glitzer, bestimmt mit Aquarellglitzer, oder? Jetzt muss ich das Engelchen doch nochmal rausholen hier. Das ist auch eins von diesen Glanzbildchen, oder? Nee, nicht ganz. Die Glanzbildchen sind ja meistens noch ein bisschen embossed. Aber doch, hier sind auch so ein bisschen... Oder hast du das Glitzer da drauf? Nee, du hast das Glitzer da drauf gemacht. Oder war das Glitzer schon da drauf? Das ist eine gute Frage. Nun ja, es bleibt wohl ein Geheimnis. So, das kleine Engelchen lugt hier jetzt erstmal raus und freut sich auf seinen neuen Besitzer. Und, ach so... Der Tag, wo war der denn jetzt nochmal drin? War der hier mit drin? Ich glaube. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich stecke das jetzt einfach mal hier so fest und lege das hier vorsichtig mit dran. Und das war ja hier alles in diesem Papierchen drin. Jupp, 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 jupp. So. So. Wunderbar. Muss natürlich gut aufpassen, dass das nicht kaputt geht unterwegs. Ne? Das wäre natürlich... Ja. Vielleicht verstärke ich das mit noch einer Pappe oder sowas, wenn ich das abschicke. Obwohl, das ist ja auch heil hier angekommen. Also gehen wir mal davon aus, haben wir mal ein bisschen Vertrauen. Ein bisschen Vertrauen in die Post, nicht? So, jetzt kommt das nächste, was ich hier noch habe. Und es sind noch ein bisschen. Ich sage euch, wie viele es noch sind. Und zwar sind es noch 1, 2, 3, 4 Einsendungen. Und dann ist bestimmt auch schon wieder eine Stunde voll, wa? So, bestimmt. Ich habe ja gesagt, das ist eine gute Idee, das auf zweimal zu machen. Alles andere sprengt den Rahmen. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, hier ist auch. Also, hier ist einmal das, die Rücksendesache drin. So, die liebe Rosa hat gebastelt. So, einmal zur Seite. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, nicht, dass hier aus Versehen irgendwo noch... Ach Mensch, du hast auch was beigelegt für mich. Vielen lieben Dank. Oh, ihr habt mir so schöne Grüße mit dabei geparkt und kleine Bastelsachen. Ihr seid echt Zucker. Also, die liebe Rosa hat gebastelt. Das ist aber hübsches Papier. Das sieht ja richtig niedlich aus hier mit diesen Dingern. Das mag ich. Guck
guckt euch das mal an. Ihr habt alle so tolle Sachen gebastelt. Meine Güte. Eigentlich bin ich jetzt fast schon ein bisschen traurig, dass es nur noch 3 Stück sind. Das ist ein rotes Ding. Das ist auch ganz akkurat hier gebastelt, so wie das aussieht. Warm Winter Wishes mit einem kleinen Rentier. Und das hier ist einfach der Verschluss. Das ist auch so eine einfache, simple Sache. Aber es hat was, ne? Und das kommt mit da dran gleich. Ich lege mir das hier vorne hin. So, dann geht das einmal auf die Klappe. Und dann haben wir hier oh, ATC-Karten, würde ich behaupten. Ich gucke einmal kurz. Wow! Einmal kurz in dieses Ding hier rein. Das hier ist wahrscheinlich eine Grußkarte. Jawohl. ATC-Karten, die man ja gewöhnlich miteinander tauscht. Und hier gibt es gleich 6 Stück geschenkt, wenn ich das richtig sehe. Mega krass. Jetzt gucken wir mal. Ja, es sind richtig echte ATC-Karten. Und zwar, das ist scheinbar ihre Kollektion. Dieses hier, Frohes Fest. Toll. Mit einem kleinen Wichtel drauf. Was haben wir hier? Believe. Weihnachten. 2 von 4. Das heißt also, es sind Sammelkarten, ja? Und das sind alles Unikate. Das ist ja toll. Alles schön hier nochmal separat eingepackt. Joy nennt sich dieses hier. Ach Gottchen, ist das putzig. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, trotz der Folien. Ich will jetzt nicht alle aus den Folien rausholen, weil ich genau weiß, wie schwer man die da wieder reinbekommt. Hier auch noch mit dem Siegel. Vintage nennt sich das. Das ist Nummer 2 von 2. Das heißt also, es gibt dazu nur noch ein Pärchen sozusagen. Wow, das ist ja echt ein tolles Geschenk. ATC-Karten, so schön. Das hier heißt Black and White. Davon gibt es auch nur 2. Und das hier ist der Pilz. Auch nur 2 Stück von jeweils 2. Das ist ja toll. Mensch, das ist ja cool. Ich muss jetzt da mal gucken. 2 von 4. Oh, das hier ist ein Uni-Uni-Card. Die Joy gibt es nur einmal. Das ist ja mal was ganz Besonderes. Also ATC-Karten sind Künstlerkarten. Wer das noch nicht kennt, ich habe ja mal ATC-Tausch gemacht, allerdings nur 2-mal geschafft. Danach ist es komplett eingeschlafen, diese Aktion. Ja, schade eigentlich. Und ach Mensch, jetzt sehe ich das und jetzt will ich die wieder aufleben lassen. Aber mein Gott, ich habe so einen Arsch voll zu tun, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, das war auch immer so ein bisschen schwierig, ne? So, ich habe das immer so randommäßig dann getauscht und hatte dann so einen Post gemacht und die ersten so und so vielen, die konnten dann mit mir tauschen, mir das schicken, dann haben sie ihrs zurückbekommen und so weiter. Also es ist ein bisschen schwierig umzusetzen, wenn man mit so einer großen Community dann tauscht, dass das dann alles auch fair abläuft und so. Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber ich habe gerade noch eine andere Idee. Eventuell gibt es nächstes Jahr eine ATC-Aktion, die ein bisschen anders sein wird. Mal gucken. La la la. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Liebe Rosa, vielen lieben Dank für diese tolle Einsendung. ATC-Karten, jetzt hast du mich schon wieder, also wirklich, jetzt hast du mich schon wieder erwischt hier. Ja, eigentlich warten ja auch einige noch auf diese Aktion. Also ich weiß, dass die, dass ihr traurig wart. Aber ja, es ist irgendwie jetzt in fast Vergessenheit geraten durch diese ganzen vielen anderen Dinge und die Lives. Und ach, es ist so viel passiert in diesem Jahr. Ja, ich werde gucken. Ich muss mich während der Rauhnächte ein bisschen sammeln und dann werde ich überlegen, welche ganzen Ideen, die ich habe, rausfliegen und welche drinnen bleiben. Das wird ja nicht das letzte Jahr sein, hoffe ich. Also, liebe Rosa, vielen lieben Dank für die tolle Einsendung. Hier ist nochmal ein Gruß. Ach so, der war da mit drin, ne? Ah, den habe ich jetzt mal rausgenommen. Nee, komm. Die Mühe mache ich mir jetzt. Ich mache es genauso, wie es vorher auch war. Das ging ja jetzt relativ einfach. Toll. Richtig schön. So soll das sein. So gehört das da rein. Yep. Ja, ich hoffe, dass durch die Tauschaktion vielleicht der ein oder andere von euch oder die ein oder anderen von euch sich auch eventuell austauschen noch im Nachhinein. Einige haben auch eine Adresse oder eine E-Mail mit dabei gelegt, habe ich gesehen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch dann auch ein bisschen vernetzen. Gerne auch bei Discord, da könnt ihr euch auch vernetzen auf meinem Discord-Server.
Der ist auch unter jedem Video eigentlich verlinkt seit den Junk Journal Videos und oder seit ich ihn habe, also schon ewig. Unter irgendeinem der neueren Videos wirst du den auf jeden Fall finden oder unter diesem. Da könnt ihr euch gerne miteinander vernetzen. Ihr könnt euch da auch gerne bei euch gegenseitig bedanken, wenn ihr das gerne möchtet. Und ja, ich danke auf jeden Fall erstmal für die tollen Einsendungen. So, jetzt muss ich gucken. Genau, hier ist das Kuvert noch mit drin. Das geht jetzt einmal wieder da rein. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist auch ein bisschen fetter. Ja, das hat hier auch ordentlich Wumms, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wo ich das öffne. Jetzt, ach Mensch. Das hätte ich ja schon selber abholen können hier. Hätte ich wenigstens einen Grund gehabt, dahin zu fahren. Einer meiner Lieblingsorte. Daher kommt jetzt dieses Paketchen, wo ich auch schon oft war. Auch wandern. Wird auch mal wieder Zeit. Ich war schon ewig nicht mehr da. Wirklich, wirklich mal wieder Zeit. Vielleicht kann man sich da ja auch mal auf einen Kaffee treffen, hä? Ach, so, aufgekriegt habe ich es. Ah, okay. Deswegen ist das so dick. Das wurde hier noch mal ein bisschen verstärkt mit einer extra Pappe. Jetzt muss ich natürlich gucken, damit mir hier nichts rausfällt. Och, Menno, schon wieder so viel für mich da drin. Oh, Leutchen, was ist denn los? Ja, ich kann es ja Gott sei Dank sagen. Vielen lieben Dank, liebe Annette, für die Beilage da. So, das ist alles hier von Annette aus dem Harz. Meinem Kraftort, dem Harz. Ja, muss ich wieder hin, unbedingt. Jedes Mal, wenn ich Post aus dem Harz bekomme, denke ich mir immer, holla die Waldfee. Moment. Ach, was denn noch was für mich? Ach Mensch, liebe Annette, pass auf. Wenn ich das nächste Mal in Goslar bin, meiner liebsten Lieblingsstadt der Welt, ich brauche eine E-Mail-Adresse von dir, echt. Schreib mir bitte deine E-Mail-Adresse, damit ich dich kontaktieren kann. Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Das ist ja unglaublich! Oh, Dankeschön. Ach, ihr alle, sowieso. Ihr schenkt mir immer so viele Sachen. Ich will so ungern sagen, dass ich mich nicht darüber freue. Warte mal, ich will so ungern sagen, dass ich mich nicht darüber freue. Das klingt irgendwie komisch, ne? Ich freue mich super riesig darüber, aber es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Vor allem möchte ich nicht, dass die, die mitmachen und nichts reingetan haben für mich, dass die sich jetzt traurig fühlen. Überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass ihr mitmacht und dass ihr da Spaß bei habt und dass ihr euch gegenseitig beschenkt. Darum geht's. Trotzdem danke ich euch natürlich von Herzen für jedes einzelne Goodie-Beilage für mich. Ich weiß, ihr wollt meine Mühe belohnen, aber das hier ist schon eigentlich Belohnung genug, dass ich eure Dinge einfach mal auspacken kann. Ich habe nämlich jedes Geschenk einmal ausgepackt, ja. Das ist ja schon mal quasi ein Geschenk per se. So, guckt euch das mal an. Das ist ja auch ganz interessant verpackt. Da muss ich jetzt natürlich gucken, dass ich hier nichts kaputt mache, wenn ich das denn auspacke. Wow. Also das ist ein Teil, das kann man wahrscheinlich abziehen. Ich werde es vorsichtig versuchen. Ja, ich muss es nachher nur wieder da reinkriegen. Eieieiei. Was für eine super coole Idee, das hier. Ein Doppelband, genäht, extra dafür, was für eine Mühe ihr euch gebt teilweise mit den Sachen. Das ist ja unglaublich. So, hier ist also ein Tag. Hier ist eine kleine Grußkarte, nehme ich an. Irgendein kleiner persönlicher Gruß, ist das so? Jawohl. Das ist so, liebe Annette, ich werde bekloppt. Mensch. Mein Kopf explodiert gleich. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass nur noch zwei Päckchen da drin sind. Ich bin schon wieder völlig überfordert. Oh, guckt euch das mal an. Hier ist also ein Tag drin. Hier noch ein Tag und noch ein Tag. Und da sind, oh, guck mal, da sind so Glitzerstanzteile. Also Glitzer zu stanzen ist ja auch eine tolle Idee eigentlich, ne? Ich weiß ja meistens nicht, was ich mit diesen Glitzersachen anfangen soll, weil mir die einfach zu glitzerig sind. Aber um so kleine Akzente zu setzen, ein bisschen Glitzersachen zu stanzen, das ist echt eine tolle Idee. Mega schön. Also das ist wahrscheinlich ein Ephemera-Holder und der ist echt prall gefüllt. Einmal hier hinten, auch wieder mit Tags. Guckt euch das mal an, das ist ja auch toll. Das ist hier noch einlaminiert tatsächlich.
Standsteile einlaminiert und dann zum Durchgucken. Wunderschön. Mega. Was wisst ihr eigentlich, was das für eine Arbeit macht? Wisst ihr. Ihr habt ja alle mitgebastelt. Und die, die nicht mitgebastelt haben, ich weiß, dass ihr zu Hause, wenn ihr was bastelt, genauso viel Mühe habt. Wahnsinn. Also, das geht einmal nach da auf und es geht einmal nach da auf. Und hier ist auch alles pralle gefüllt, nicht? Guckt euch das mal an. Das ist auch total. Was ist das für geiles Papier? Das ist so wie Sandpapier. Mega krass. So wunderschön, ehrlich. Das hier ist mit Embossing-Folder bearbeitet. Das ist hier gestanzt. Hier auch nochmal. Hier ist auch nochmal dieses schöne, dieses Papier. Das ist echt ein tolles Papier. Und hier auch nochmal ein Tag. Auch so schön. Guckt euch das mal an. Alles so wunderschön gestanzt hier und noch dekoriert und noch mit dies und das und anderes und das kleine Teilchen hinter. Ist auch niedlich. Total süß. Und hier auch nochmal. Ja, total. Also Glitzer, es ist ja eigentlich so gar nicht meins, ne? Es wäre ja nicht meins. Aber so dezent aufgetragen auf sowas, das ist ein echter Hingucker. Was haben wir hier noch? Ah, guckt mal, das ist auch toll. Das werde ich auch mal basteln. Das habe ich schon mal gesehen. Und zwar so ein Clip, wo man dann halt eben noch so Anhänger mit dran bastelt. Mega schön. Total cool. Auch super Lesezeichen, ja. Hier einfach dran und wieder dran gemacht. Ja, einfach, ne? So, mal gucken, dass ich nichts kaputt mache. Wunderschön. Und hier hinten auch nochmal. Ah, das hatten wir schon, ne? Nee, die Seite hatten wir noch nicht. From Santa. Ach, und guck mal, hier sind nämlich alle Weihnachtszahlen. Also der 24., der 25. ist hier mit drauf, der 26. als Weihnachten. Und dann habe ich hier auch gerade noch gesehen, der kleine Nikolaus, der 6., das sind so besondere Sachen. Hier die 24., ne, habe ich richtig gesehen, ja, 26., also schön durchdacht. Und der Rest ist hier bestempelt, einfach mit so Stempel, so wie so ein Kalender. Mega schön. Ja, liebe Grüße in den Harz. Ich vermisse ja den Brocken schon wieder. Ich möchte wieder ein bisschen wandern gehen. Ganz lieb und gern. Tja, Annette, vielleicht machen wir mal zusammen eine Wandertour. Was sagst du dazu? Einmal Brocken hoch und einmal runter. Oben Kaffee trinken. Dann fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht, wegen der vielen Beigaben, die du für mich mit reingepackt hast. Ich tausche doch nur für euch. Ich weiß, ja, ein bisschen Mühe macht das. Und ich jammer auch manchmal ein bisschen deswegen. Ich weiß. Muss ich aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Dass ich ganz vorsichtig wieder rüberziehe. So, wunderschön. Von der lieben Annette. Vielen lieben Dank. So, einmal wieder zurückgetütet. Und, ups. Jetzt kriege ich es wieder nicht rein, ne? Wenn nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. So. Alles wieder drin. Wunderschön. So. Ja. Keine schlechte Idee, das mit diesen zwei Pappen zu verstärken. Mal gucken, ob ich das vielleicht einfach dann rüber tue in die andere Pappe, damit das heile bleibt. Oh, Leute. Kaffeepause für die letzten zwei. Ihr macht mich fertig. Ich bin schon wieder sowas von beseelt. So viele wunderschöne Sachen in der Hand haben. Immerhin bleibt es ja mit den Tauschaktionen so, dass ich ein bisschen was von euch auch in die Hände kriege. Denn die andere Tauschaktion, die ich mit Ines ja mache, die läuft ja jetzt aus diesem Monat. Also es wird im Januar noch ein... das ist von Mandy. Moment, muss man gerade mal gucken. Das ist der Rückumschlag. Genau. Ja, ansonsten alles passt. Hier ist auch verstärkt mit Pappe. Deswegen, das verwirrt mich immer so, wenn das noch so schwer ist, wo ich dann eigentlich damit rechne, dass es schon weniger ist. Das ist von der lieben Mandy. Und das holen wir dann auch einmal raus und schauen uns das gemeinsam an. Genau, die 6 Leute 5 Farmer Aktion, die ist ja jetzt quasi beendet dann. Und im nächsten Jahr, ja, schauen wir mal. So, jetzt aber ist das hier erstmal dran. Das sieht aus. War das schon so? Oder sind das mehrere Schichten, die Mandy da drauf gemacht hat? Mandy, wie ist das so? Sieht aus wie so ein Drunterteil, Machtteil und dann noch was draufgeklebt. Ich bin mir nicht sicher.
schon wieder ein Schleifchen, was ich hoffentlich gleich auch wieder vernünftig zusammenkriege. Und dann ist das hier, guck mal, ein Umschlag. Ein Umschlag, der so eingepackt ist. War das mal? Ah, nee, da hast du einen Umschlag gebastelt, ne? Das ist kein alter Umschlag, den du beklebt hast, oder? Oder doch? Also, ich traue euch alles zu. Guckt euch das mal an. Auch so eine akkurate Arbeit. Wow. Christmas Dinner. Hier noch ein kleines. Hier sind auch noch ein paar kleine. Oh Gottchen. Ein Teddybär. Ein kleines Häuschen im Winter. Wunderschöne Ephemera sind da drin. Ach, guckt euch mal das Teil an hier. Ja, da hat sich hier einmal so eine Pocket gemacht. Und hier ist auch noch irgendein. Ah, wieder klappen. Also, hier ist ja überall so eine Pocket mit was zum. Oh! Frosch im Hals. Wieder so viele Pockets mit Ephemeras drin. Kleinen gebastelten Envelopes, also Umschlägen. A very Merry Christmas. Das reimt sich so schön. Und hier dieses Glitzer-Klebeband, das ist ja total abgestimmt hier, ne? Das ist hier mit grünem Schimmer, das ist mit Blauschimmer. Wahnsinn. Das passt ja alles wie die. Das passt so gut zusammen. Alles Ton in Ton. Und hier auch nochmal. Ach, guck mal. Kleine Kätzchen. Ne, für Katzenliebhaber. Genau das Richtige. Oh, das ist sogar, kann man sogar rausnehmen und nur den Rahmen benutzen und das als Ephemera. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch ein schönes Goodie mit da drin hier. Das ist ja echt toll. Das ist ja auch ganz interessant zusammengebastelt. Ich muss da einmal nochmal. Also Moment, das hier. Ah, Leute, doch. Das sind Umschläge. Selbstgemachte, so wie es aussieht. Und zwar ein Umschlag, wie ihr seht, das Grün hier aufs Blau geklebt, den blauen Umschlag hier auf das Grün geklebt und den grünen scheinbar hier drunter mit festgemacht. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Aber super coole Idee, die ich mir wieder nicht merken kann. Mist. Hier ist nochmal ein Kätzchen. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Papier habe ich auch. Habe ich das auch? Oder wieso kommt mir das so bekannt vor? Ihr benutzt das irgendwie alle. Das ist doch bestimmt hier von Craft O'Clock oder sowas. Von Ines aus dem Laden hier, wa? Warte, wieder bei Ines einkaufen. Ja, total schön. Danke, liebe Mandy. Ich glaube, du hast auch noch nie mitgemacht. Also hier sind natürlich auch, also in einem Jahr, es sind ein paar neue Leute dazugekommen hier auf meinem Kanal, ein paar neue Abonnenten. Und logischerweise hat man dann natürlich auch neue Leute, die was mitmachen hier. Das ist, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht, ein bisschen. Warte mal, das ist hier nur dran gemacht. Das heißt, ich kann das ein bisschen ziehen und schieben. Ich kriege es nicht mehr hundertprozentig so hin, wie es war, glaube ich. Weil sie hatte hier so eine schöne Schleife reingemacht und ich brauche jetzt hier noch ein bisschen Schleifenband, um das hier auch hinzubekommen, irgendwie eine Schleife reinzumachen. Nur, das ist bei mir, glaube ich, verrückt, oder ich habe das falsch gemacht, schon von Anfang an. Gut, wer weiß, was ich hier schon wieder Komisches fabriziere. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier, versuche ich eine schöne Schleife wieder reinzumachen. Liebe Mandy, danke für deine Einsendung. Der oder diejenige wird sich sehr freuen. Ich nehme mal an diejenige, weil ich habe, glaube ich, gesehen, es hat kein Mann mitgemacht. Also, Männers, ihr seid aufgefordert, das nächste Mal mitzumachen. Wenn ihr denn dann überhaupt Bastellust habt und überhaupt Bastler seid. So viele Männer, Bastelmänner gibt es ja auch nicht. Und ich glaube, Tim Holz, so als Mann, den ich so jetzt aus dem Stand kenne, und der mir so einfällt, so auf die Schnelle, der hat keine Zeit mit uns zu basteln. Ach. Nein, es gibt natürlich auch ein paar Kanäle von Männern tatsächlich. Hier, Bastelkanäle. Und auch die machen wunderschöne Sachen. Interessante Sachen. Aber diesmal haben, glaube ich, nur Mädels mitgemacht. Ja, sieht so aus. Also. Die Beschenkte wird sich freuen. So, einmal wieder zurückgetütet. Vielen lieben Dank. Und das geht auch einmal zurück in den Umschlag für den Moment. Und zack. Und da kommen wir zur letzten Einsendung. Und dann kann ich auch diesen Karton hier zur Seite nehmen. So, einmal bitte aufmachen.
gerade gucken hier. Das ist das reguläre Aufmachding. Schön. Zack. So. Das gucken wir uns jetzt mal eine Mauer an. Ah, hier ist einmal ein Blatt, selbstgemachtes, schönes Bubbelblatt. Toll. So gut gelungen ist mir das leider auch noch nicht. So, und dann muss ich jetzt einmal hier gucken. Okay, das ist der Rückumschlag. Jupp, da kommt auch das Bubblepapier. Guckt euch das mal an, das sieht echt toll aus. Das ist mit Schaum und Kaffee gemacht. Nehme ich an, ne? Gehe ich stark von aus. So, jetzt muss ich einmal gucken, nicht, dass mir hier gleich eine Adresse wieder entgegenkommt. Frohe Weihnachten wünscht Petra. Liebe Petra, Dankeschön für deine Einsendung. Und jetzt gucken wir uns mal an, was du da eingesendet hast. Das sieht auf jeden Fall schon mal total toll aus. Guck mal, es ist einmal hier in so einer Brottüte. Oder zumindest in so einer... Das hat es aber selber zusammengebaut. Das ist keine so gekaufte. Das ist wahrscheinlich aus so einem Bogen. Und dann mit einem Stenzel bearbeitet und dann fertig gemacht. Das kommt da dann gleich wieder rein. Guckt euch das mal an. Ganz viele tolle, süße Sachen. Und zwar ein Tag mit einem echten Blatt und einem kleinen Mädchen hier mit dem. Das ist hier wahrscheinlich aus einer Gazette, also aus einem Magazin oder so. Hier, das ist sogar gestanzt und das ist sogar genäht. Meine Güte. Und hinten kann man richtig viel drauf schreiben. Dann haben wir ein Glöckchen. Mega cool. Das Glöckchen sogar. Wie geil. Ein Schüttelglöckchen. Och, ist das süß. Ja, und toller Baumschmuck, ne? Richtig cool. Solche Spielzeuge hier. Toll. Da kommt genau Weihnachtsstimmung auf, steht hier auch. So, das ist einmal ein Ephemera-Holder, ein kleiner. Und dann gucken wir, was da so drin ist. Einmal Christmas-Briefmarken. Eine kleine Journal-Karte. Auch hier mit Bubble, mit Gaffee-Bubbles eingefärbt. Ah, das ist natürlich schön. Das ist hier eine von den Pockets, die ich auch schon mal gemacht habe. Findet ihr bei Ephemera-Dingern hier. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz tolle Sache. Diesen Halter, den kann man ganz einfach machen. Mit quasi zwei Knicken und dann ist der schon fertig. Und hier hinten ist auch noch eine Journal-Karte. Das hier wirklich super einfach. Ne? Also zweimal knicken und fertig ist das Ding. Super cool. Das hier ist eine Journalkarte und die ist ja total süß. Da ist ein kleiner Junge wie im Schlafanzug mit Schlafmützchen sogar und einem Schlitten. Und auch hinten zum Bejournalen. Und das steckt hier in diesem coolen Holder drin. Das ist auch toll. Hier nochmal mit Zeitungspapier ausgekleidet. Das sieht ja auch toll aus, wenn man das so ins Journal klebt. Ne? Mega schön. Schön mit Spitze gearbeitet. Also auch verschiedene Medien benutzt. Hier auch so ein Band mit auf die Karte gebracht. So ein Ziehband für den Schlitten. Total cool. Sehr schön. So, dann einmal diese Journal-Karte hier. War die nicht hier drin? Doch, die war hier drin, ne? Das hat nämlich mehrere Pocket-Pockets, das Pocket-Pocket. So kann man nämlich hier noch die kleinen Teile rein. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum reingetan. Aber ich meine, es wird ja... Jeder dann neu sortieren, wie er das gerne hätte. Ach, guck mal, das sind ja nicht nur Dings, das kann man ja aufklappen. Ach, guck. Na, wie gut, dass ich das noch gesehen habe. Petra. Die sind ja putzig. Christmas 2005, das sind doch nicht etwa Bilder von dir und deiner Verwandtschaft, oder? Könnte ja auch sein. Nö, ist ja auch schon ein bisschen Vintage, so 2005, schon 20 Jahre her. Boah, wenn ich mir das mal klar mache, dass ich 1900 geboren bin und das noch nicht mal... 90, sondern tatsächlich schon mit einer 7 vorne dran. Das ist schon echt, ja. So, wunderschönes Dreier-Kombo-Paketchen hier. Und das geht einmal ins Tütchen. Und dann wird es vertütet. Und auch ich wünsche euch viel Spaß mit euren Geschenken unterm Baum. Freue mich, dass ihr alle so zahlreich wieder teilgenommen habt. Und verabschiede mich, ups, hiermit... Ja, in ja, die Weihnachtszeit kann man sagen, ne? Oder wie sagt man das jetzt? Den dritten Advent werde ich genießen, ganz in Ruhe, den vierten sowieso
Wow, wir haben es geschafft, Leute. Und jetzt könnt ihr natürlich raten und gespannt sein und euch selbst die Däumchen drücken, wenn euch was besonders gut gefallen hat, dass es vielleicht bei euch in der Post landet. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ich glaube, es sind knapp über 30 Einsendungen oder so gewesen. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Zahl die letzte war, die ich geschrieben habe. Es könnte auch noch eine 20er gewesen sein. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also die Chancen stehen, ich sag mal, 1:4 würde ich sagen. Ja? Nee, stimmt ja gar nicht. Warte mal. Quatsch, was ich da erzähle. Vergesst es einfach. 1:30, sage ich jetzt mal. Die Chancen stehen gut, dass ihr das bekommt, was ihr euch wünscht. Also, jedes Teil ein Unikat extra für diese Aktion gemacht von euch und euch gegenseitig geschickt über mich als Tauschwichtel. Ja, sage ich aus der Weihnachtsaktion jetzt erstmal Tschüssi. Und wie gesagt, ihr könnt euch auf Discord noch miteinander vernetzen, noch im Nachhinein für die Leute, die jetzt mitgemacht haben, die vielleicht noch was loswerden wollen. Ich werde tatsächlich extra einen Reiter noch anlegen für Tauschaktionen. Da kommen dann aber alle Tauschaktionen rein. Ja? Ich werde das so ein bisschen neu sortieren, da, dass ihr euch besser zurechtfindet. Also, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch für auch alle Goodies, die für mich dabei waren. Da ist ein kleines Kästchen auch tatsächlich zusammengekommen an wunderschönen Sachen und die werde ich mir alle unter den Baum legen. Also, egal, ob ich beschenkt werde von meiner Familie oder nicht, ich habe tonnenweise Geschenke von euch und das freut mich riesig. Dankeschön. Und ich sage, wir sehen uns dann bei den nächsten regulären Videos oder zusammen Rauhnächte. Vielleicht bist du dabei. Wir werden sehen. Ansonsten eine schöne Zeit bis dahin. Und ich sage Tschüss.